Hört ihr das denn nicht? Wir müssen hier weg! Sissy, nein! Was tut das? Komm hier schnell her! Sissy! Nein! Wo sind sie? Nein! Hallo Leute und auch willkommen zu einer neuen Folge von Hello Neighbor. Und heute bin ich im Luftschutzbunker immer noch mit dem Nachbarn, der viel netter scheint als sonst. Und ich habe keine Ahnung, wo wir hier gerade sind. Ich vermute einfach in der Vergangenheit des Nachbarn. Und ja Leute, also wenn ihr auf jeden Fall wollt, dass ich herausfinde, was es mit ihm auf sich hat, dann geht auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, dann werden wir auch schon mal jetzt, ja, versuchen mal hier rauszukommen. Herr Nachbar? Hören Sie irgendwas? Ich höre nichts mehr, nein. Können wir hier raus? Okay. Wir müssen unbedingt zu meinem Haus. Sekunde, warten Sie. Okay, ist die Luft rein? Na guck, warten Sie, bleiben Sie zurück. Scheint alles normal zu sein, kommen Sie. Es ist wieder Tag. Kommen Sie, aber seien Sie vorsichtig. Wir müssen zu meinem Haus. Nein. Wir müssen zu meinem Haus, ich... Okay. Nein, kommen Sie mit, ich muss erst in die Stadt. Meine Frau und mein Kind ist dort. Moment, meine Frau und mein Kind. Die Stadt? In der echten. Moment mal. Diese kenne ich gar nicht. Der Tunnel war doch verriegelt. Die muss ja komplett zerstört gewesen sein. Meine Frau und meine Kinder, sie müssen hier irgendwo sein. Was ist hier passiert? Alles. Amerikanischer Luftangriff. Oh mein Gott. Die Dreckskerle, schon wieder. Das sind Panzer, sind das? Ich hoffe doch, das sind welche von uns, oder? Da auch wieder. Noch ein Panzer. Ist einer von uns, keine Sorge. Okay. Franz! Oh, Gott sei Dank ist dir nichts geschehen. Sissi. Franz! Moment mal, sind das ihre Frau und Kinder? Ja. Wo war's? Wow. Wir sind im Luftschutzbunker untergekommen. Sind die gestorben? In Haus. Guck mal, was hier passiert ist. Wenn ich in der Vergangenheit bin, dann... Das heißt, dass sie jetzt sterben. Schon wieder angegriffen. Aber ich habe alles Nachbar. Nachbar? Ja? Ihre Frauen, ihre Kinder werden sterben. Erst einmal, sie können die Zukunft voraussagen. Zweitens einmal, sie werden nicht sterben. Der Luftangriff ist vorbei. Aber ich hatte einen Traum. Ja, mich interessieren Ihre Träume. Ich höre Sie bitte auf, solche Schauergeschichten zu erzählen. Warte. Franz, hier vor. Ist Ihr Mann manchmal aggressiv zufällig? Ein bisschen, aber Tabletten beruhigen ihn. Tabletten, ist interessant. Vielleicht hat er davon zu viel geschluckt später. Kevin, aber Franz, ich habe bist du der kleine Kevin? Ist sie. Wo hast du Unterschlupf gefunden? Hallo? Hier, im Kino. Wo ist deine Schwester Hannah? Moment mal. Oh, das Kino wurde auch mal mit dir. Du hast Glück gehabt. Nachbar, haben Sie nicht noch eine Tochter? Nachbar? Die ist beim letzten Luftangriff gestorben. Was? Unsere einzige Tochter. Oh mein Gott. Es tut mir leid, das wusste ich nicht. Ja, wir haben noch Kevin. Alles. Wie kann denn der Tag so schön sein nach einer solch schlechten Tat? Du bist ein braver Junge. Oh Mann. Ja, Mami. Hier im Kino. Oh, du hast nochmal Glück gehabt. Ein Kino? Das Dach ist schon aufgesprengt. Ja. Wieso steht denn das Kino? Ist ja noch... Ich hab nie ein Kino gesehen. Das ist ja noch komplett... Instand. Nein, es fehlt etwas am Dach. Oh, soll ich Ihnen einen Film abspielen? Ja, gerne. Ich habe alles aufgenommen. Ja, dann nehmen Sie Platz. Okay, gerne. Ja. Was macht ihr da? Was Nachbar! Ist hier Franz? Franz! Franz, warum brennst du schon wieder? Es brennt hier überall. Moment mal, darf ich Sie Franz nennen? Ja. Natürlich dürfen Sie mich Franz nennen. Ah, ich nehme Sie lieber, Nachbar. Greenscreen? Das gab's damals schon? Ich meine, das gibt es schon? Okay. Ja, natürlich. Wenn Sie bereit sind. Entschuldigung. Das ist vor 100 Jahren. Gerne. Dann spielen Sie bitte ab. Okay. Oh mein Gott, das ist ja furchtbar! Aber... Ja... Wie haben sie das aufgenommen? Und...
Ich Was bin ist mit dem Rest der Stadt passiert? Ja. Fotografin und Ärztin. Oh mein Gott. Ja, meine Frau alles. Hat viele Talente. Aber müssen hier schleunigst weg. Ich hab eine böse Ahnung, dass diese gesamte Stadt zerstört werden wird. Franz. Glauben Sie mir. Die ganze Stadt wird zerbombt werden. In 50 Jahren wird hier nichts mehr sein. Ist sie doch schon. Ja, aber... In 50 Jahren haben wir den Krieg gewonnen. Ganz einfach. In mehr. Nein. Weniger als 50 Jahren. Sie leben in einer verkehrten Welt. Nein. Glauben Sie, wir müssen so schnell wie möglich zum Haus zurück und dann mit dem Auto... Gibt es schon Autos? Wir haben die Russen schon sehr weit Haben Sie ein Auto? Sie wissen, ich was ein Auto ist, oder? Ja, und wir haben Panzer. Nee, ja. Ich kann kein Panzer fahren. Dann müssen wir zu Fuß gehen. Okay. Wir müssen schnell in mein Haus zurück. Ich meine, in das von Irmgard. Oh mein Gott. Wer ist dieser Mann eigentlich? Warum? Ich bin neu. Ich bin der Neffe von Irmgard. Anscheinend jetzt der Neffe von Irmgard. Der ist einfach gekommen und er ist ein wenig. Ja, ich komme aus dem Dorf, ich kenne mich nicht aus. So sagen, er sieht auch ganz komisch aus. Entschuldigung, ich komme aus einem sehr etwas anderen Dorf. Oh, geh uns schnell hier weg. Mein Haus, wo ist mein Haus? Nein! Oh nein! Es ist alles zerstört worden! Dies hier unser Haus! Oh, Franz! Mein Gott! Die ganze obere Etage! Moment mal! Meine Küche! Wo ist Kevin? 40 Jahre Arbeit! Kevin? Kevin? Kevin! 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 Wo bist du hin? Renn doch nicht weg! Kevin! Kevin! Kevin, was ist? So, sag doch was! Kevin! Kevin! Kevin, komm zurück! Kevin! Wow! Kevin! Kevin, nein! Kevin! Kevin, nein! Kevin? Nein, Kevin! Nein! Kevin! Oh, Kevin ist tot! Nein! Oh mein Gott! Moment mal. Unser einziges Kind! Das erste Geschehen ist prophezeit. Der Sohn des Nachbarn ist gestorben. Das heißt, es fehlt nur noch die Frau und die gesamte Stadt. Vielleicht ist das der Grund, warum der Nachbar so merkwürdig geworden ist. Ich muss es verhindern. Es darf nicht geschehen. Ich muss die Vergangenheit ändern. Okay, Herr Nachbar. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Warum? Haben Sie gerade die Tretmine gesehen? Dasselbe wird mit Ihrer Frau passieren, wenn wir jetzt nicht handeln. Was? Entschuldigung. Wir sind vorsichtig. Quatsch. Wir sprengen uns nicht selbst in die Luft. Schnell, also, schnell. Wir müssen hier weg. Als ob ich jetzt noch sterben würde. Vertrauen Sie mir. Wir sind in Gefahr. Ein sehr, sehr verrückter Mann. Moment mal. Das gesamte... Moment, mein Haus. Mein gesamtes Haus ist zerstört. Es ist nicht Ihr Haus. Sogar mein Gamma-Vor ist... Oh, das ist noch da. Es ist mein Haus. Das ist mir vererbt. Also, sie vererbt es an mich noch später. In 70 Jahren. Das heißt noch später. Sie kommen ja wohl nicht auf der Zukunft. Nein. Natürlich nicht. Was denken Sie denn? Wo sind die Gefangenen? Ja. Was für Gefangenen? Hier waren Gefangene drin. Das ist ein Truppentransporter, wie jede andere. C-44-5. Oh, Entschuldigung. Aber, okay, wir können hier nicht bleiben. Ihr komplettes Haus ist so... Werden Sie das später wieder heil machen? Okay, wir müssen hier so schnell wie möglich weg. Ich weiß nicht, wie lange das hier noch gut bleibt. Es wird wieder Nacht und Nacht. Ja, okay, ich nachts, alle unsere wertvollen Sachen, Sissi. Und es, jetzt regnet es auch noch. Oh mein Gott. Okay. Sissi, haben Sie einen Plan, wie wir hier wegkommen können? Ich weiß, jetzt, wo wir hier zu zweit sind, wo wir alleine sind, wir müssen ganz schnell miteinander reden. Ich komme aus der Zukunft. Ich weiß, Sie werden sie mir nicht glauben, aber Ihr Mann in der Zukunft, er wird verrückt sein und total aggressiv. Er wird versuchen, jeden umzubringen. Ist er momentan aggressiv? Ist er momentan aggressiv manchmal? Der ist nur manchmal aggressiv, aber das ist sehr, sehr selten. Er ist gerade total nett. Ich weiß nicht, warum er aggressiv wird. Der ist immer nett zu mir. Hat er sie jemals geschlagen? Nein. Hat er die Kinder geschlagen? Ja, Kevin einmal, aber es war halt Kevin. Okay. Aber sonst ist er ganz, ganz nett. Okay. Wo ist er Manchmal hin? Manchmal hat er so Anfälle, aber die kommen nicht oft vor. Anfälle? Ja, das klingt interessant. Hat er irgendein Geheimnis? Er hasst Äpfel. Nein, sowas brauche ich nicht. Ich brauche etwas Schwerwiegendes, was eine psychische Störung erklären könnte.
Er mag auch keine Katzen. Das ist ein hoffnungsloser Fall. Was wollen Sie denn von mir wissen? Wir müssen so schnell wie möglich weg, danach reden wir. Herr Nachbar? Nein, ich bleibe hier. Ich gehe noch hier in dieses Fahrzeug. Ich repariere es einfach. Herr Nachbar, er ist weg. Oh mein Gott! Hörst du das? Sissy, wir müssen schnell weggehen in den Schützengraben. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hört ihr das denn nicht? Wir müssen hier weg. Sissy, nein! Was tut das? Komm hier schnell her! Was ist hier los? Sissy! Nein! Was sind nein! Sissy! Du musst da weg! Da ist ein Flugzeug, Sissy! Sissy! Komm hierher! Du bist da nicht sicher! Sissy! Nein! Sissy! Ich konnte es nicht verhindern. Ich muss hier weg. Okay, ich muss so schnell wie möglich hier weg, sonst werde ich ja auch noch ein Opfer dieses Bombenanschlags. Oh mein Gott! Wow! Wow! Mein Haus! Oh mein Gott! Wo ist Sissy? Hallo! Was ist hier los? Hallo! Die! Sie! Sie! Wo ist Sissy? Sie ist weggelaufen. Wo ist Sissy? Sie ist weggelaufen, ich weiß es nicht. Sie würde niemals ohne mich gehen. Sie ist weggelaufen. Ist Sissy? Sie ist weggelaufen, ich schwöre. Ist Sissy? Okay, ich gebe zu. Wahrscheinlich denken sie jetzt, dass sie durch die Bomben getötet worden ist oder so, aber das ist nicht passiert. Ein russisches Fahrzeug war hier und sie ist halt eingestiegen. Würde Sissy niemals tun. Nein! Nein, Herr Nachbar! Ich jetzt sofort, wo Sissy ist. Oh mein Gott. Was ist hier passiert? Bleiben Sie stehen. Sagen Sie mir, wo Sissy ist. Jetzt! Was ist hier nur passiert? Die bleiben jetzt hier stehen und sagen mir, wo Sissy ist. Herr Nachbar! Jetzt! Bitte töten Sie mich nicht. Ich sag Ihnen, wo Sissy ist. Okay, hier ist der Bunker. Das ist vielleicht meine einzige Chance. Nein! Wo ist Sissy? Bitte tun Sie mir nichts an, ich habe Ihnen nichts getan. Was ist mit Sissy passiert? Wo ist sie? Okay, warten Sie. Versprechen Sie mir, dass Sie mich nicht töten werden? Ja, sagen Sie nur, was ist passiert. Okay, als Sie in das Haus rein sind, um Ihr Amphibienfahrzeug wieder fertig zu machen, oder was auch immer Sie da getrieben haben, ich weiß es nicht. Sie stand am Wagen und wollte ihn fertig machen, damit wir damit fliehen können. Und in dem Moment ist einfach ein Bomber am Himmel geflogen und hat Bomben abgeworfen. Und Sissy, sie wurde getroffen. Ich konnte es nicht verhindern, ich habe versucht sie zu holen, aber ich war zu langsam. Es tut mir leid. Nein! Es tut mir so leid. Ich kann es nicht verhindern. Was passiert jetzt nur mit den Nachbarn? Vielleicht kann ich ihn bewahren. Ich werde diese Drecksgölle bezahlen. Oh mein Gott. Er hat die Tür geschlossen. Oh mein Gott, er macht das Licht aus. Er will mich töten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er ist aggressiv geworden. Ich weiß nicht, hat er mich jetzt im Bunker eingesperrt? Oder ist er vielleicht noch drin? Will er mich jetzt töten? Denkt er vielleicht, dass ich daran verantwortlich bin, dass seine Frau tot ist? Ich meine, ich habe nichts damit zu tun, aber was ist, wenn er deswegen mich hasst, weil ich in seinem Traum quasi seine Frau getötet habe? Okay, Leute, ich weiß nicht ganz genau, was jetzt mit ihm abgeht. Vielleicht kann ich ihn noch aufhalten, vielleicht kann ich das Ganze noch zum Guten wenden und vielleicht kann ich ihn noch umstimmen, niemals aggressiv zu werden. Ich weiß nicht, was hier genau abgeht, aber es muss eine Vergangenheit sein. Ich muss hier auf jeden Fall raus, ich muss den Nachbarn finden. Ich kann jetzt nicht fliehen, ich meine... Ich komme hier sowieso nicht raus.
Scheiße. An einem Grab. Sissi. Ich muss mir die Stelle des Grabes merken. Das ist sehr interessant. In der echten Welt, was wird sich an dieser Stelle befinden? Wie genau diese Stelle? Genau diese Stelle. Komischerweise steht da, da stand kein Grab mehr. Warum stand da kein Grab mehr? Genau an dieser Stelle. Sissi. Hören Sie, Herr Nachbar, es tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Sie hören die Bomben. Wir sind hier nicht sicher. Nein. Gehen Sie fort von hier. Warten Sie. Sie gehen jetzt hier weg. Sie gehen raus. Warten Sie. Gehen Sie, kommen Sie nie wieder zurück. Ich will Sie hier nie wieder sehen. Warten Sie, Herr Nachbar, warten Sie. Lassen Sie mich in Ruhe. Lassen Sie es gibt allein. Einen Weg, wie wir Sie wiederholen können. Nein, gibt es nicht. Gehen Sie. Gehen Sie raus, sagt er. Eine Frage noch, Herr Nachbar. Nein. Herr Nachbar, werden Sie Ihr Haus wieder reparieren? Dritt, scheißegal. Oh mein Gott, ich meine, seine Frau ist so, seine Kinder so, natürlich konnte es nicht verhindern. Okay, aber ich will. Daran sind alles nur Sie schuld. Oh mein Gott. Hör mal doch nicht von mich. Wo läuft der hin? Was holt der? Ich muss ja so schnell wie möglich weg. Ich kann nicht entkommen, für diese Gräueltaten werden Sie bezahlen. Nein! Ich war es nicht, wirklich nicht! Nein! Bitte verschonen Sie mich! Hören Sie mir zu! Sie werden sterben! Nein! Ich muss jetzt so schnell wie möglich weg. Hier ist keine Tür. Oh mein Gott! Hier ist keine Tür. Warten Sie! Ich weiß, wo Ihre Frau ist! Die ist tot! Nein! Sie ist an einem anderen Ort! Nein! Moment mal. Ich bin wieder in meinem Haus. Ich kenne dich. Das Haus ist noch, es steht noch. Die Kameras sind noch da. Ich bin wieder in der richtigen Welt. Aber Moment mal. Wenn ich wieder in der richtigen Welt bin, was bedeutet das mit dem Nachbarn? Okay, Leute, ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Ich bin aber anscheinend wieder in der richtigen Welt. Jedenfalls glaube ich es. Jedenfalls sind wir immer noch in meinem alten Haus, wo er die Puppen platziert hat. Und okay, Leute, es wird auf jeden Fall jetzt gerade richtig spannend. Wir wissen auf jeden Fall schon, warum er so aggressiv ist. Seine Frau und seine Kinder wurden anscheinend im Krieg getötet. Das hat ihn fertig gemacht. Es hat ihn sehr mitgenommen. Aber es ist noch nicht alles. Da muss noch etwas dabei sein. Seine Frau hat etwas von Anfällen erwähnt und von Tabletten. Da muss etwas hinterstecken. Okay, Leute, ich weiß immer noch nicht, was dahinter steckt. Aber Leute, wenn ihr es herausfinden wollt, dann schreibt es in die Kommentare und gebt auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach und schreibt vielleicht schon mal eure Idee der Story, wie es eventuell weitergehen könnte. Ansonsten, ja, war es dann wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. An dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an 400.000 Abonnenten. Ohne Witz, Leute, ich hätte nie damit gerechnet. Und es freut mich einfach richtig deswegen an alle, die bis jetzt gerade das Video geguckt haben. Ich danke euch einfach, ne, jeden einzelnen von euch. Vielen, vielen Dank und ich freue mich auch einfach auf die nächste Zeit, auf neue Abenteuer. Okay, Leute, das war's jetzt. Macht's gut und dann bis zum nächsten Mal.